Heute möchte ich mit Ihnen einmal über das Thema sprechen, warum finden Sie als Fahrschulinhaber oder Inhaberin eigentlich keinen Fahrlehrer oder Fahrlehrerin? Da habe ich drei Gründe aus der Praxis mitgebracht. Viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Maximilian Nolte, Gründer und Geschäftsführer der Sanul Media GmbH und wir beschäftigen uns eigentlich tagtäglich mit Online-Marketing für Fahrschulen, Bildungszentren und haben immer die Ziele, qualifizierte Bewerbung zu erhalten. Oder aber auch in den richtigen Klassen und Kursen die Anmeldung zu generieren, weil es immer mal wieder Sinn machen kann. Aber heute möchte ich explizit über das Thema Fahrlehrer sprechen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Das kann man nicht von heute auf morgen lösen. Das ist immer langfristig. Ich kann auch vorwegnehmen, selbst wir bei voll ausgebildeten Fahrlehrern brauchen mindestens 6 Monate, eher 8, 9. Und es kann auch mal bis zu 12 Monate dauern, bis wir 1, 2 gute Fahrlehrer in Ihrer Region gefunden haben, die sagen, ich möchte zu Ihnen kommen. Und ich kann auch erklären, warum das so lange dauert. Aber ich möchte eher jetzt mal kurz auf die Fehler eingehen, damit Sie da diese Mühe, die Sie sich da meistens machen, ja eigentlich ja, sich schon fast sparen können, weil das meistens sowieso nichts bringt. Und der erste Punkt ist, das Engagement ist zwar in allen Ehren, aber es ist zu wenig. Das heißt, Sie posten vielleicht meistens auch wirklich nicht so schöne Grafiken oder sehr einfallslose Texte in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo ja im Prinzip ganz viele Fahrlehrer und Fahrschulinhaber sozusagen drin sind. So nach dem Motto, Mensch, hier mein Postleitzahlgebiet, ich brauche jemanden im Bereich Klasse B, wäre toll, wenn du auch noch A könntest. Das wäre dann so ungefähr dein Lohn pro Unterrichtseinheit und das war's auch schon. Vielleicht gibt es dann noch so ein paar mehr Ideen, manche machen es mit Video, das ist auch schon mal ganz cool und das posten sie vielleicht einfach öfter mal da rein. So, nächster Punkt ist noch WhatsApp-Story, da mache ich nochmal eine Grafik rein. Ich erzähle es vielleicht noch irgendeinem TÜV-Prüfer, weil die auch vernetzt sind oder ich spreche mit ein paar Bekannten. Ich sage es meinen Fahrlehrern, Mensch, wenn du jemanden kennst, sprich ihn doch an, der soll zu uns kommen, wir suchen unbedingt. Und das war es dann meistens auch schon. Grundsätzlich schon mal gar keine schlechte Idee, besser als gar nichts zu machen, aber es hält einfach über eine gewisse Periode nicht stand. Das heißt, sie machen das immer mal wieder sporadisch und ohne Plan. Aber ist es nicht verwerflich, weil sie einen Fulltime-Job haben und genug Stress? Das heißt, sie kämpfen an zu vielen Fronten. Und der zweite Punkt, der ja unterstützt im negativen Sinne sozusagen eigentlich den ersten, es gibt in ihrer Region vielleicht aktuell, wo sie gerade suchen, einfach keinen Fahrlehrer oder Fahrlehrerin, der sagt, Mensch, ich bin jetzt empfänglich dafür, ich habe Lust, einen Tapetenwechsel zu machen, ich habe Lust, bei Ihnen in der Fahrschule zu arbeiten. Gibt's halt einfach nicht. Und deswegen ist es einfach auch so, dass sich niemand meldet. Aber der nächste Punkt ist auch, sie geben da gar keine Perspektive tatsächlich. Also das, was sie da beschreiben, sind einfach nur ganz normale Fakten, die dieser Fahrlehrer in jede andere Fahrschule in ganz Deutschland auch hätte, wo er sich bewirbt. Meistens ist der Lohn gleich, vielleicht je nach Bundesland höher. Der Fahrschulwagen ist auch grundsätzlich meistens gleich, weil alle irgendwie so dieselben Deals haben. Vielleicht der eine ein bisschen besseren, da bekommt er mal, keine Ahnung, einen Mercedes und der andere vielleicht nur einen Ford. Ist ja nichts Verwerfliches, nur ein Arbeitsmittel. Aber ich glaube, Sie merken, worauf ich hinaus will. Das ist alles grundsätzlich das Gleiche. Sie geben da keine Perspektive, warum diese Person überhaupt zu Ihnen kommen kann oder auch sollte. Und ich biete auch Lösungsvorschläge gleich noch in diesem Video. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist im Prinzip, weil sie keine neuen Wege gehen. Also natürlich haben sie vielleicht schon mal irgendwo was bei Facebook probiert, mit einer bezahlten Werbekampagne, haben da auch super viele Vorteile und Benefits sozusagen aufgelistet. Hat vielleicht auch hier und da ein paar Bewerber gegeben, die jetzt vielleicht meistens gar keine ausgebildeten Fahrlehrer waren oder ja einfach nicht zu gebrauchen waren, weil sie nicht ins Team passen. Und deswegen ist sozusagen das ganze Thema Fahrlehrer zur Ausbildung vielleicht mal eine Idee. Also ich weiß, Sie kennen das, es ist jetzt nicht, dass ich das Rad neu erfunden habe, aber mit den Betrieben, mit den Fahrschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, da ist es eigentlich immer so, dass Jahr für Jahr bei uns oder mit uns und über uns nach guten Leuten gesucht wird, über ja quasi Social-Media-Kampagnen oder weiteren Kampagnen auch noch bei Google und Co. Für Fahrlehrer zur Ausbildung, Fahrlehreranwärter. Aber da sind wir da auch sehr wählerisch. Das heißt, wir generieren so im Schnitt im Monat vielleicht, je nach Region, bin ich jetzt im tiefsten Wald oder vielleicht oben in der Metropole in Hamburg oder so, zwischen 10 bis 35, 40 Bewerbungen. So, und dann suchen wir uns wirklich nur die 2, 3 besten aus, wo wir sagen, oder habe ich ein richtig gutes Bauchgefühl und ich würde das auch erstmal 3, 4, 5 Monate laufen lassen, bevor ich da tätig werde.
Und da müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir das gefördert, weil das ist eine kostenintensive Ausbildung. Es gibt vielleicht so etwas wie BAföG oder es gibt Bildungsgutscheine. Kriegen wir das in dem Fall hin? Meistens kriegt man das hin mit Know-how und ein bisschen Einsatz. Und wenn man das jedes Jahr macht bei 2, 3 Leuten, natürlich hat man das Risiko, dass die einen wieder verlassen, abgeworben werden, sich selbstständig machen oder was es da draußen alles gibt. Aber das ist nun mal das unternehmerische Risiko, was wir alle eingehen müssen. Es ist immer noch besser, das zu machen, als im Prinzip, nicht falsch verstehen, Jahr für Jahr zu jammern. Ich kriege keine guten Leute mehr, da kommt keiner zu mir. Und ja, grundsätzlich völlig richtig. Und die Vollausgebildeten werden meistens eh nicht so richtig gut in ihr Team passen. Die halten ihnen die Gehaltspistole auf der Brust und sagen, Mensch, ich komme zu dir, ich will aber irgendwie noch mal eine Sonderprämie, ich will ein paar Euro mehr pro Unterrichtseinheit, ich will das und das und das. Und dann hält das vielleicht einen Monat oder 3 oder 4 und dann gibt's schon die ersten Konflikte wieder. Deswegen lösen wir das hier bei uns eigentlich immer mit unseren Fahrschulen, Fahrlehrer, Anwärter, ausbilden, das dauert seine Zeit, das dauert ein Jahr, bis das auch mal wirklich alles durch ist sozusagen. Aber dann kann man diesen Fachkräftemangel tatsächlich auch mal in den Griff bekommen. So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei uns in der Zusammenarbeit gehört dann natürlich deutlich mehr dazu. Wir gehen auch auf voll ausgebildete Fahrlehrer. Aber immer nur dann, wenn wir in der Region auch ein Potenzial sehen. Wenn das jetzt im tiefsten Wald ist und sie kennen alle mit Vornamen in der Region und sie wissen schon, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht, den kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen. Was sollen wir denn da machen? Da sollten wir lieber Leute finden, die sie noch nicht kennen, die noch gar nicht auf dem Schirm hatten, Fahrlehrer zu werden, weil wir beide wissen, das Gehalt ist nicht schlecht, wenn man auch gute Arbeit leistet. Und wenn wir das mal bei den richtigen Leuten publik machen und die Spreu vom Weizen trennen über Monate, dann kann ich Ihnen sagen, kriegen wir das auf jeden Fall in den Griff und dann haben wir auch die Möglichkeit zu wachsen, zu expandieren. Dann haben wir auch die Möglichkeit, in ganz gewissen Klassen oder Kursen mehr Anmeldungen zu generieren. Wenn wir sagen, okay, der B-Führerschein wird immer teurer. Was machen wir jetzt? Könnte sein, dass das rückläufig wird mit den Anmeldungen. Vielleicht spüren Sie das schon. Okay, gehen wir vielleicht auf eine Premium-Zielgruppe, auf eine Intensivausbildung, wo die Generation sagt, okay, mir ist es das wert, weil das in x Tagen absolviert ist. Oder gehen wir vielleicht in dem ganzen Thema Berufskraftfahrer weiter und sagen, okay, ich möchte mehr Bildungsgutscheine generieren. Ich möchte dadurch meinen Umsatz, meinen Deckungsbeitrag halt auch erhöhen, weil so ein Bildungsgutschein, wissen Sie auch, bringt natürlich auch seinen Umsatz. Dabei helfen wir dann, entwickeln Online-Marketing-Strategien nachweislich in ganz Deutschland, teilweise auch in der Schweiz. Wenn Sie da jetzt bei Hilfe wollen, dann gehen Sie auf www.sanul-media.de, buchen sich einfach mal ein Erstgespräch. Wir beide kommen ins Gespräch. Ich zeige Ihnen mal ganz transparent, wie wir das machen. Und dann können Sie selber entscheiden, ob wir die richtigen für Sie sind oder auch nicht. Ich freue mich auf Sie. Ciao.